Das PGA National in Palm Beach Gardens im Süden Floridas lockt Jahr für Jahr Golfer aus aller Welt in den Sunshine State. Gleich 5 18-Lochplätze sowie eine großzügige Practice Area bieten an fast 365 Tagen im Jahr beste Trainingsbedingungen und reichlich Gelegenheit, erworbene Fertigkeiten direkt unter der Sonne Floridas spielnah auszuprobieren. Eine Besonderheit: seit mehr als 20 Jahren beherbergt die Anlage den Sitz der einzigen ständigen Vertretung Deutschlands in den USA, aus golferischer Sicht versteht sich. Eine weitere Besonderheit ist das PGA National German Office, das seit über 20 Jahren existiert, die einzige deutsche Repräsentanz eines Golfresorts in den USA. Wir haben die Möglichkeiten, individuell auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Wir haben die Möglichkeit, ihnen sogar temporäre Mitgliedschaften hier zu beschaffen, was ihnen den Zugang zu allen Members-Bereichen auch ermöglicht. Und damit ist diese Situation eine ganz spezielle für die deutschsprachigen Gäste im PGA National. Dieser exklusive Members-Bereich ist eigentlich den Mitgliedern und ausgewählten Gästen vorbehalten. Hier speisten auch Tiger Woods und Co., wenn sie in der Vergangenheit dort so bedeutende Turniere wie den Ryder Cup, die PGA Championship oder die Honda Classic spielten. Die 5 Plätze auf der Anlage haben ihre Namen allesamt von den großen Champions erhalten, wie Niklas, Palmer, Hagen und Sarrazin. Diese namhaften Golfplatzarchitekten haben die verschiedenen Kurse designt. Weltberühmt ist die Bear Trap, benannt nach dem erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten. Chuck Nicklaus, dessen Spitzname ja der Golden Bear ist, hat diesen Platz designt und die nächsten 3 Löcher hat man nach ihm benannt. The Bear Trap, also die Bärenfalle, weil an diesen nächsten 3 Löchern die großen Turniere in der Regel entschieden werden. Ähnlich wie in Augusta, Georgia bei den Masters, die Aim and Corner, haben wir hier halt die entscheidenden Löcher des Turniers. Eingangspforte zur Bärenfalle ist die Bahn 15. Profis wie Amateure müssen auf diesem kurzen Par 3 reichlich Wasser im Flug überwinden. Nicht weniger anspruchsvoll ist die 16. Spielbahn. Ein großer Teich zieht sich rechts am Dogleg entlang. Und wer den Drive auf dem Par 4 sicher links ablegen will, bekommt es schnell mit einem Bunker zu tun. PGA National unterscheidet sich ja von anderen Golfdestinationen in der Welt durch einige Besonderheiten. Das heißt, zum Beispiel haben wir 5 Golfplätze. Die Qualität der Golfplätze ist sehr hoch. Die Anzahl der Turniere, die hier gespielt wurden. Aber auch das Umfeld von Palm Beach und Südflorida ist sehr angenehm für alle deutschen Gäste, die hierher kommen. Wer es nicht in die nahegelegenen Everglades schafft, wird auch auf dem PGA National Resort eine reiche Tier- und Pflanzenwelt antreffen. Direkt am The Hague Course liegt übrigens das Hauptquartier des größten Profisportverbandes der Welt, der PGA of America, Heimat von 28.000 Professionals. Der Squire Course verbindet Golf und Naturerlebnis am eindringlichsten. Nach dem großen Gene Sarrazin benannt, ist der Squire der kürzeste Platz der Anlage und sehr verwinkelt. Das perfekte Target-Golf-Training. Und wer an seiner Technik fallen möchte, ist im PGA National Resort in guten Händen. Gleich 2 international renommierte Golfakademien freuen sich auf jeden Schüler. Teaching-Legende David Ledbetter ist ebenso vertreten wie der anerkannte Guru des kurzen Spiels Dave Pelz. Erst auf die Range, dann auf den Platz. Die Wege sind kurz. Und auch ein hauseigener Clubfitting-Truck darf nicht fehlen. Keine Ausreden also mehr für ein schlechtes Spiel.